So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen. Let's Play South Park, der Staub der Wahrheit mit mir, dem Nickels. Heute mal komplett unrasiert, ungewaschen und ungestylt. Also, eigentlich, das ist ziemlich geil. Das sieht ziemlich geil aus der Webcam, wenn ich das so sehe. Und man muss dazu sagen, diese Frisur kommt von einem Haufenweise nicht waschen der Haare, Rückständen vom Haargel oder Haarwachs in meinem Fall, dass ich einfach nur mal mit Wasser nochmal betäubt habe. Krass, oder? Einfach mal mit Wasser kurz ein bisschen beträufelt und dann zack, einmal rumflash und dann sieht das geil aus. Wenn ich jetzt aber entgegen diesem Kamm das Ganze hauen würde, ich glaube, das sieht ja richtig scheiße aus. Wir machen es einfach mal. Ich sehe hammermäßig geil aus, oder? Jetzt mache ich einfach mal wieder. Ja, das sieht wieder geil aus und schon stehen die Frauen auf mich. Dankeschön. Wir spielen South Park, der Stab der Wahrheit. Mit mir, Nickels und dem Typen, der hier mit dem Handy rumguckt. Und das geht gar nicht. Was aber auf jeden Fall geht, das machen wir jetzt nämlich auch mal. Wir gucken unser Inventar mal durch, denn ich glaube, ich habe das im Schnitt so ein bisschen geguckt. Haben wir viel neues Zeug. Zum Beispiel gucken wir mal hier, was haben wir hier? Da ist, glaube ich, nichts Neues. Okay, das ist alles schick. Bogen. Elfischer Kurzbogen, der ist scheiße. Und wir haben eine Strahlenwaffe. Die ist ziemlich cool. Aber die hat natürlich plus 30 Damage. Aber ich glaube, der Mongolenbogen ist einfach so. Der Mongobogen, der ist einfach so geil. Wir nehmen da aber mal irgendwas rauf. Fügt bei perfekten Angriff 10% Schaden. Das ist schon krass. Ein MP bei perfekten Angriff. Wehrlichkeitsschaden. Wehrt 10% mehr Schaden ab, wenn du blockst. Versteckt gegen Angriff mit Waffen um 5 Schaden. Angriffe ignorieren bis zu 5% Rüstung. Boah, das ist echt krass. Bis zu 5 Rüstung. Ich glaube, ich nehme... Hier. Anlegen. Zack. So. Potions. Ja, alles richtig geil. Ja, super geil. Ich bin gerade auf dem Trip von diesem... von der Edeka-Werbung. Super geil. So, wir haben den Alien-Helm. Der ist ziemlich cool. Waffenangriffe fügen 10% mehr Schaden hinzu und fügt 7 Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Das ist schon ganz geil. Aber wir haben ja von diesem, ja, nationalsozialistisch sehr fragwürdigen Penner diesen Alufolienhut bekommen. Hält die Aliens davon ab, in dein Gehirn einzudringen. Hält außerdem die Regierung, chinesische Hacker und den Hund, der dich anweist, Menschen umzubringen draußen. Okay, fügt 6 Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. 25% Schaden erhalten von Aliens. Okay, aber nur von Aliens, das ist dann, nee, das ist dann nicht so geil. Hier haben wir den Alien-Anzug, der ist einfach episch, das haben wir ja herausgefunden. Und auch, das kennen die Alien-Handschuhe. Nee. Okay, ich glaube, das ist so schon ganz geil. Ich müsste mal irgendwie... Ich nehme jetzt gerade das erste Mal mit DX Story auf. Das ist von der Qualität her kein Unterschied für euch, nur für mich ist das der Unterschied, dass ich auf der Seite, also auf dem zweiten Bildschirm, kein Audacity laufen habe, also kein Aufnahmeprogramm für die Stimme separat, sondern das ist ja in DX Story mit verknüpft. Das heißt, ich habe keine Anzeige, die mir sagt, wie lang die Aufnahme schon geht. Also weiß ich nicht, wann ich meine Parts abmoderieren soll. Das heißt, machen wir mal die Stoppuhr an, so. Die sagt mir das schon irgendwann. Also, wir waren soweit, dass wir Randy befreien müssen. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch einfach mal. Denn wir haben ja die Rätsel alle gemeistert. Haben Randy ordentlich was in den Arsch blasen lassen. Und haben auch den nationalsozialistisch sehr fragwürdigen Penner, besiegt. Ich mach die nochmal alle kaputt. Kaputt machen! Und schon ist bei Randy ziemlich dunkel. Also gut, Randy, befreien. Oh, Rätsel. Easy. Dim, dim, dum, dum. Dum, 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 dum. Okay. Du, 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 du. Oh, oh, you did Success. It! Success. Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Yay! Until we meet again! Es hält ja einfach ab! What the fuck? Nimm mich mit! Mr. Marsh, neue Freundschaftsanfrage. Besorge den Kristall. Leuchtendes Kristallstück. Okay, cool. Ist sogar ein Questgegenstand. Können wir eigentlich hier bei Fähigkeiten... Okay, wir haben keine Aufwertung verfügbar. Vorteile? Auch keine Vorteile. Okay, wir brauchen noch 2 Freunde. Für den nächsten Vorteil. Und Quests. Wir müssen auch hier mal, glaube ich, ein bisschen geiler werden, oder?
Also, das ist mir egal, das ist mir auch egal, aber hier Großwildjagd mit Jimbo könnten wir, glaube ich, mal einen Angriff nehmen, so langsam. Entführung durch Aliens. Der einzige Weg zurück zur Erde ist durch das Cockpit. Nimm den Fahrstuhl nach oben und kämpfe, um das UFO zu übernehmen. Okay, wir dürfen das UFO übernehmen. Hammergeil. Oh, hier sind Mikrochips überall. Cool. Und da sind Glasscherben, glaube ich. Direkt mitnehmen. Können wir alles irgendwie verdecken. Irgendwie findet man für alles ein Thema. Es gibt so eine ganz lustige Studie. Da hat jemand dafür... Oh, neue Nachricht von Mr. Marsh. Gucken wir uns gleich an. Es gibt eine lustige Studie. Oder einen lustigen Versuch. Da hat jemand... ich glaube, er hat mit einem Zahnstocher angefangen und hat versucht, diesen Zahnstocher so lange mit Gegenständen zu tauschen, bis er sich ein Haus ertauscht hat. Es hat funktioniert. Er hat diesen Zahnstocher, keine Ahnung, gegen den Kugelschreiber getauscht, dann den Kugelschreiber gegen ein Blatt Papier gegen einen Block, ein Block gegen, keine Ahnung. Das hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber irgendwann hat er sich echt ein Haus ertauscht von dem Kugelschreiber. Voll geil. So, was hat Mr. Marsh geschrieben? Bestimmt irgendein geiler Scheiß. Du hast einen neuen Freund. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Du bist so ein Arschloch. Mann, oh. Rechts von dem Raum. Warte mal. Alien-Sonde? Was ist das denn Geiles? Und Level 5 Sektorenbrosche. Neue Waffe. Neue Waffe. Zeig mal her. Oh. 3x 63 bis 84. Das ist viel, viel geiler als die Krücke, Alter. Hier, Jimmys Krücke kann nämlich nichts. So, alles entfernt von dem hier. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Dann können wir mal gucken. Ändern. Was haben wir denn hier? Entzieht blutenden Feinden 25 TP. Das könnte ganz geil sein. Was haben wir noch? Fügt bei perfekten Schaden 10% Angriff hinzu. Fügt einmal Bluten bei einem perfekten Angriff hinzu. Du erhältst ein MP bei jedem Angriff. Scheiße. Widerlichkeitsschaden. Mehr Schaden. Versteckt den Angriff von 5. Ich glaube, das ist ganz geil. Wir bringen die Gegner irgendwie zum Bluten. Zum Bluten. Mit P übrigens. Zum Bluten. Und dann geht los. So. Alter. Oh, wie eklig der aussieht. Voll eklig und so. Aber voll lustig das ganze Ding. Waren wir hier eigentlich schon drin? Ja, aber hier können wir das einsetzen. Stimmt. Da passt das rein. Das ist der Fahrstuhl. Ey. Wir können jetzt rein. Okay, aber es soll sowieso rechts von uns sein. Da unten war ja der Penner. Den brauchen wir nicht. Kann ich das eigentlich? Ne, kann ich nicht. Okay. Dann ist hier der Fahrstuhl, oder? Jawohl! Sieht nach dem Fahrstuhl aus. Oh, ne, gar nicht. Das ist der falsche Fahrstuhl. Ja, da haben wir schon. Okay, das ist alles safe. Jetzt haben wir den weißen Kristall eingebaut. Wie kommen wir jetzt zum Cockpit? Was ist das eigentlich? Ja, scheiße, wie kommen wir denn jetzt zum Cockpit? Den weißen Kristall haben wir eingebaut. Müssen wir jetzt mit der Alien-Sonde? Hä? Lol. Ich hätte mit der Alien-Sonne das Ding gescannt. Hammer nice. Hammer nice. Fahrstuhl zum Cockpit. Alien Boss. Ih, was ist denn ekliges? Leuchtender Schleim. Ih, das war das, was den nationalsozialistisch angehauchten, nationalsozialistisch angehauchten Penner beeinflusst hat. Ice Cream. Baby Fark McG6 kaputte Pistole. Die Baby Fark McG Actionfigur. Marathon. Gesundheitstrank und nochmal Gesundheitstrank und den Rest können wir nicht mehr mitnehmen. Okay. Da ist South Park und ein Gym Pokémon. Käferboard, Gym Pokémon. Okay, hier ist überall alles Mögliche. Nice. Geile Art. Super geil. Das Alien Cockpit. What the fuck? Mega Assis. Bin ich alleine. Was geht mit denen? Schilde hoch! Verteidigungsmatrix aktivieren! Abwehr erhöht! Aua! Okay, wir machen die jetzt kaputt. Alien-Pilot, Alien-Co-Pilot. Okay, wir haben beide genug Leben. Ich glaube, der Wumme von mir ist einfach krasser.
Upsala. Ich hab's gerade versaut. Aua! Ich hab's gerade versaut. Ich dachte, ich könnte mit den Furzen irgendwie spielen, weil ich hab gesehen, man kann diese Furze auch einsetzen als Angriff quasi. Also ein Heiltrank. Ist quasi nichts passiert. Ich hab alles noch richtig gemacht. Bis dato nichts passiert. Wenn eine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maus. Okay. Oh Gott, das macht ja fast gar keinen Schaden. Ey, ich werde gescannt. Uncool. What the fuck? Hey, can you hear me? It's me, your new friend from the anal probe cell. Ja, Randy. Sounds like there's a defensive matrix up. Those are the worst. First thing I want to do is take out that matrix. You got it? Best friend out. Alright, diese Matrix kann ich also direkt angreifen. Abwehr erhöht. Okay, ich glaube, wenn ich die Matrix nicht ausschalte, dann wird das hier niemals was. Wo erstmal den Heiltrank. So, und dann mache ich jetzt die Matrix kaputt. Am besten gleich mal mit meinem neuen Schießprügel der Alien-Sonne. Ja, direkt down. Wow, wow, wow. Alter, die tun voll weh, die Typen. Egal, jetzt erstmal einen großen Heiltrank. Dass ich mich wieder hochlevel und dann kann ich den beiden so richtig geben. Als erstes, lassen wir den mal brennen. Da sieht das Ganze schon ganz, ganz anders aus. Gut abgewehrt. Jetzt brauche ich das Jutsu. Schnell aufladen. What the fuck? Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Nochmal Jutsu. Ach, ich muss mit der Maustaste schnell klicken. Okay, ich klicke schnell mit der Maustaste. Jutsu. Jawohl, dann ist der nämlich betäubt und der kann dann in Ruhe schön von dem Betäubung aufgehoben. WTF. Ich habe die Brücke. Auf töten stellen. Okay, der hat sich sein Angriff erhöht. Machen Sie es so. Au! What the fucking hell? Okay, wir brauchen jetzt erstmal einen mega Gesundheitstrank. Sonst sind wir drauf gegangen. Also sind wir fast drauf gegangen. Okay, das halte ich hoch. Jetzt mache ich den Typen kaputt. Ja, ja, ja. Yeah. Vor allen Dingen, sie haben die Brücke. Machen sie es so. Das sind so geile Star Trek-Zitate. Einfach nur. South Park ist so awesome. Lol. Bist du? Bist du bereit, was? Oh nein, das Raumschiff! Er stürzt auf South Park ab. Direkt in Walmart. Oh nein, der grüne Schleim, er läuft überall aus. Was haben wir jetzt zu tun? Das rote Telefon. Wer ist er denn? Yes. At what location? Großer, böser Kerl. How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Vertuschen Sie es. Get everyone moving. Passiert. We've got another UFO crash. Noch einen? Irgendwas stimmt damit nicht. Die Regierung stinkt. Zapack. Ist der Walmart jetzt nicht komplett zerstört? Es ist nichts passiert. Wir wachen auf mit neuer Kleidung, aber es ist nie etwas passiert. Level 6! Quest erfüllt. Entführung durch Aliens. Nice. Ach, da kann ich Sachen drin lagern, aber das ist vollkommener Quatsch. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Und neue Nachricht von Butters. Also, Mr. Marsh, danke nochmal, dass du mich daraus geholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Bitte. Hey Neuer, danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Token und Craig, gefällt das? Nice. Mit einem riesen Dildo, Alter. Aber die Musik ist auch so geil. Oh, ich habe Aufwertungen verfügbar. Moment. Fähigkeiten, Aufwertungen verfügbar. Ich glaube, die Beschneidung ist voll geil, aber Jutsu ist auch voll geil, weil das betäubt.
Was haben wir hier? Erhöht den Schaden der Angriffe mit Beschneidensensor. Was haben wir hier? Ich nehme Junitsu noch einmal hoch. So. Jawohl. Rest haben wir nicht, okay. Dann gehen wir jetzt mal nach unten, mal sehen, was unsere Eltern so sagen. Hey Eltern, ich hab Riesendildo, ich hab Riesendildo, ich hab Riesendildo. Good morning, Champ. Good morning. Good morning. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Natürlich. Oh look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Ach du Scheiße. Ja. Mami ist unsere Freundin. Oh, schwarzer Windschutz, geil. Mami ist unsere Freundin, damit ist alles safe. Okay, eigentlich unseren Keller. Sind da mega Geheimnisse drin? Ne, sind es nicht, okay. Ich will mal wieder irgendwas anderes haben zum Aussehen. Anstatt die Schlaffen locken. Bandit, Alter! Schwarzer Blendschutz, Fan-Tattoo. Bandit ist geil. Die perfekte Tarnung. Mich wird keiner erkennen. Ich bin der Kuh. Wie lange nehmen wir schon auf? Ich muss natürlich voll professionell muss ich jetzt mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Toll. So, mal sehen, was sich jetzt ergibt in South Park. Oh mein Gott! Der große Magier! They came out of nowhere! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard! Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Taco Bell. Thanks, I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Whoa. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. Fucking cheaters. Okay, das ist natürlich ziemlich krass. Wir müssen die Goth-Kinder dazu bringen, sich unsere Armee anzuschließen. Mein Auge juckt. Das ist voll krass. Hey, das ist Kenny. Rekrutiere die Goth... Oh Gott, wie die aussehen. Rekrutiere die Goth-Kids. Okay. Machen wir gleich. Aber erst will ich noch... ein, zwei Missionen für Al Gore machen. Zum Beispiel, triff Al Gore in seiner U-Store-Basis. Das wäre ganz cool. Also, wir müssen zum Timmy-Express. Zum nächstbesten. Ich glaube, hier ist irgendwo einer. Da ist ein Timmy Express. Hier ist auch die Bushaltestelle. Voll geil. So, Timmy! Timmy! Hier ist sogar ein Ding. Cool. Direkt vor dem U-Store. Hammergeil. Denn wir müssen ja noch Al Gore berichten, dass Mannbär-Schwein sich hier irgendwo aufhält. So, aber wie kommen wir da rein? Da ist ein Elf. Da ist ein Penner. Da können wir gegenschießen. Clever. Und mein Auge juckt immer noch. You'll never take this watchtower. So. Ja, dann mache ich das kaputt. Haben wir einen betäubt. Und dann können wir dann gleich eine geben. So, und zwar möchte ich bitte, dass der hier instant down geht. Dankeschön. Perfekt. Und ich möchte, dass Kenny. Oh, wir haben eine Fähigkeit bei Kenny. Einhorn ansturm. Kenny reitet auf einem Markstein und trampelt eine Reihe von Feinden nieder. Sogar ein Teil hier eingezeigte Tasten. Okay. Einhornsturm. Welche Tasten sind's denn? D. Nein. LOL. Ich hab Kenny gekillt. Einhorn. Aber das macht trotzdem gut Damage. Okay. Dann geben wir den halt noch mit dem Regulator. Dann stirbt er halt so, ne? Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber wir haben Kenny gut gekillt, ey. Mit dem Einhorn so richtig einen drauf gegeben. Ja, dem ruhig noch mal eine geben. Kein Problem, machen wir. So, jetzt dürften ja theoretisch hier irgendwo... ja, Al Gore und seine Mysterien auf uns warten. Self-Storage. 800 irgendwas.
Mega Musik. Katzenkalender. Klingel. Tür aufmachen. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Employees only, keine Ahnung. I. Home. Ich habe einen neuen Freund, meine Mann. Hey, wenn 20 Leute bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Mr. Marsh, gefällt das. Und noch ein Tweet. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du sollst das später suchen. Das ist so geil. Ach, ich habe das Tor aufgemacht. Cool. So, was geht jetzt hier ab? Kann ich vielleicht in so ein Tor rein? Nein. 101, kann ich da vielleicht rein? Auch nicht. Kann ich hier hinter? Ja, hier kann ich hinter. Da ist ein goldener Türknopf und da auch. Mal sehen, was jetzt. Ah, Al Gore. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defibrillator. Okay, wir sind jetzt in Al Gores Lager, haben wir das. Und hier gibt's einfach mal so ziemlich gar nichts. Super Secret Keep Out. Al Gore ist so geil. Da, Mannbärschwein. Er heißt nur Mannbärschwein und nicht Schweinebärmann. Er heißt, ich habe so viele Leute mittlerweile gefragt und habe über 99% haben mir Mannbärschwein gesagt und nicht Schweinebärmann. Inklusive die Serie, das ist auch mit Mannbärschwein zitiert. Aber weiter ist hier irgendwie nichts, okay. Dann wieder raus. Da war noch ein Tor. Da oben ist eine Tasche. Wie kommen wir in die Tasche? Kurz hier in die Seite gehen. Da ist noch eine Tür. Und da ist auch noch was. Okay, krasser Scheiß. Na dann, einmal die 221. Was ist das hier? Schlüssel zu Mackies Einheit. Okay. Interessant. LOL. Schlüssel zur Chaoshöhle. Nice. Okay. Ja, dann müssen wir ausmachen. Die Erde wird zerstört. What the? And now all these lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. Draining the Earth's entire power supply and plunging humanity into a deep cold darkness. Without lights or heat or computers or power, humans will be left to fend for themselves against the beasts and the elements. Humanity be damned! Nice. Nice, butters. Winged terror. Oh lol, das ist ein treuer Gehilfe. Generalverwirrung. Ich hab einen neuen Freund. Yay, yeah, ich hab einen neuen Vorteil durch Generalverwirrung. Haben wir nice. Und da ist ein Zeug. Kopf der Powell-Statue. Bruce William Kopftreffer. Mysterions Bild. Boah, das Eichhörnchen-Nase. Nice. Ganz ehrlich, richtig geil. Rolle an Folie. What the fuck? Oh, da oben ist ein Chip-Pokémon. Komm schon. Hey, na, Chip-Pokémon. Kann ich da vielleicht irgendwie lang gehen? Ja, kann ich. Haben wir nice. Voll das Secret. Krass. Jetzt kann ich auch mal in die Tasche ran. Erstmal ist eine Katze. Mau. Ich will eine Katze eingeben. Indigo-blaue Farbe. Geld. Rotes Kreuzabzeichen. Untersuchen. Du wirst eine. Okay. Ja, das ist scheiße. Oh, ich kann hier. Warte mal. Alien-Sonde. Teleportieren. Teleportieren. Knappenhelm. Untersuchen. Fügt 5 Rüstung und 5 Waffenschaden auf jeden. Der ist voll geil, glaube ich. I. Wir gucken uns das mal an. Wir vergleichen. Waffenangriffe fügen 10% mehr Schaden zu 5%. Ne, der Alien-Helm ist gerade geiler. Okay, wobei, warte mal. Nee, warte mal. Ablegen. Den raufhauen. Ändern. Wo ist das jetzt mit dem Zeug? Mehr Geld. Rüstung. Ja. Jetzt gibt der richtig. Jetzt ist der Knappenhelm richtig. Wie scheiße, wie er aussieht. Muss man mal so sagen.
So, ich glaube, wir haben es jetzt so langsam. Ich wollte mich mal noch hier zurück. So, guck mal auf die Uhr. Ey, hallo, sorry Leute, aber wir haben in der Folge krasse Aliens besiegt. Wir haben Al Gore Bericht erstattet und wir haben die Chaoshöhle gefunden. Durch Zufall tatsächlich. Krass. Hammer nice. Darum würde ich sagen, ja, geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder zur Primetime von South Park. Der neue Uploadplan ist mittlerweile auf dem Kanal verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt ein richtiges Programm. Täglich neue Videos zur täglich standardisierten Uhrzeit. Um 15 Uhr South Park. 19 Uhr gibt es Modern Warfare 2 Battles im Team. Also, ihr wisst schon, in Team im Sinne von Schnick Schnack, du und ich, in Team. Und um 17 Uhr Titanfall Multiplayer, ich alleine oder Kollegen, die ich zum Joinen bezwingen kann. Und um 18 Uhr ganz neu bald ankommen. Noch morgen glaube ich nicht, aber die nächsten Tage Trouble in Terrorist Town. Auch im Team viel durcheinander. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zu einer der gesagten Zeiten wieder oder an einem Zeitpunkt eurer Wahl. Es gibt ja viele Videos zum Anschauen. Haut rein, Leute. Tschüss.